So, liebe Leute, ich darf euch wieder einmal herzlich begrüßen zu einer neuen Runde im Fußballmanager 12 Let's Play. Und diesmal auch schon im Jahre 2012. Meine Lieben, wir sind angekommen. Neujahr ist gerade hinter uns und ja, die ersten Wehen gehen schon los. Ich glaube, die ersten Nichtraucher haben schon wieder mit Rauchen angefangen. ihr kennt ja die ganzen guten Vorsätze. Was für Vorsätze haben wir uns genommen fürs neue Jahr? Auf jeden Fall wollen wir die Saison hier mit dem KSC gut zu Ende bringen. Bestmöglich, am besten, idealerweise, würde ich mal sagen, wir halten an der Tabellenplatzierung, die wir haben, fest. Und ja, in der neuen Saison starten wir so richtig durch. Wir sind ja außerdem in dem Europameisterschaftsjahr 2012, ne? Polen-Ungarn, ihr wisst Bescheid. Polen-Ungarn, sag ich. Polen-Ukraine. Bin ja ganz verwirrt. So, okay, meine Lieben. Ich bin mal gleich hier drin bei Fans und Fanartikel, denn da sind wir endlich mal in, ja, im Plus. Wie ihr sehen könnt, hat sich doch mal gelohnt. Die Wartezeit, ne, hatte lange gedauert. Gerade hier bei Bekleidung hatten wir immer ein großes Minus. Da haben wir aber noch einen relativ großen Bestand. Den lassen wir noch ein wenig offen. Ja, ich will noch ein paar Artikel kaufen bei Trikots. Vielleicht auch so viel, dass wir nochmal Rabatt kriegen, wa? Gucken wir mal. So, 4% Rabatt. Das wären nochmal 450. Alles klar, kaufen wir. Dann sind wir wieder bei 1000. Schals und Mützen würde ich da mal ähnlich gehen. Verkaufen sich doch wahrscheinlich, da brauchen wir 1000. Alles klar, bei Accessoires, ja, das ist ein bisschen zu viel. Dann nehmen wir bloß ein bisschen was, 400 bloß. Okay, und Multimedia, dann nehmen wir noch weniger, das verkauft sich ja am wenigsten. So, okay, haben wir das auch wieder geklärt, meine Lieben. Wie sieht es mit den Fans aus? Die sind eigentlich vollkommen zufrieden mit mir. Spiel gegen Bochum, da sind sie ja der Meinung, dass wir unentschieden spielen, das sehen wir hier. Ich würde aber an der... Oh ja, Appell an die Fans. Oh, das ist geil. Diese Option hat einen positiven Effekt auf die Zuschauerzahl in ihrem nächsten Heimspiel. Ja, wir spielen aber auswärts gegen Bochum. Bringt jetzt einen so nix. Hm. Spielen aber gegen Dresden. Im nächsten Spieltag. Also übernächsten Spieltag. Machen wir mal Appell an die Fans. Haben wir noch nie gemacht. Machen wir mal. Okay, meine Lieben. Bochum haben wir gewonnen in der Hinrunde. Wir sind aber mittlerweile, wir haben so viel rotiert in der Mannschaft, ne, das ist unglaublich. Auf zwei Positionen sind wir ganz neu besetzt mit Prip und Bitroff, die es beide auch richtig gut machen, wie ich finde. Also gerade vom Prip und zuzüglich vom Bitroff, da erwarte ich mir auch in der kommenden Saison eine ganze Menge mehr. Oder noch Potenzial nach oben. Fink hält sich gut eigentlich, ne? Glaubt man gar nicht, aber macht es. Terrazino so ein bisschen jetzt in der Rückrunde so die Überraschung jetzt gewesen, ne? In den letzten beiden Spieltagen. Soll man an ihm festhalten? Wie geht man mit ihm um? Wo kommt's? Ihr sagt ja auch immer, Mensch, Bergi, geh mal in die zweite. Und hol dir den Bogdan Müller, Zoller und wer war noch hier? Ja, die beiden, ne? Die sollte ich mal hier fit machen, die Jungs. Die haben aber aktuell nur eine 58. Aber der Zoller, ja, der hat Potenzial. Spielerinfo. Simon Zoller. Sollen wir mit ihm ein bisschen rechnen? Wir haben hier bei ihm Trainingsziele eingestellt. Gucken wir mal. Haben wir nicht. Dann würde ich mal sagen, du trainierst auf jeden Fall mal Fernschüsse. Technik ist ganz wichtig. Dann natürlich Torriecher, das Nonplusultra-Talent für einen guten Stürmer. Und... Da ist sie schon wieder. Ah, nee, das ist sie nicht. Das ist die andere. Das ist Beyoncé. Ich dachte schon wieder Rihanna. Ich werd verrückt. Ich krieg ja noch die Krise, ey. So, okay. Pässe, meine Lieben. Und lange Pässe. Ja, Pässe ist nicht schlecht, wenn er passen kann, ne? Dass die auf manchen Positionen so unterentwickelt sind, das ist echt furchtbar. Na gut. Ballkontrolle finde ich auch noch ganz wichtig, würde ich sagen. Nehmen wir das noch mit. Gucken wir mal, dass er die Fähigkeiten auf 65 alle bringt. Das ist jetzt nicht überdurchschnittlich gut. Für sein Alter ist das okay. Geht Richtung Profikarriere, ne? Geht Richtung Profikarriere als Strafraumstürmer mit 1,77. Das ist ein, also von der Größenordnung her geht er so in die Richtung, wie sagt man dazu, ne? So ein Kämpfer eher, ne? So ein kleiner, robuster Drecksack vorne. So ein Ibiza Olic. Simon Zoller ist unser Olic. Können wir nicht auch noch da was machen? Wir können doch mal hier, na, wo haben wir es denn? Spitznamen. Genau. Simon Ole
Simon Ole Zoller. Ja, sollen wir mit ihm ein bisschen was machen? Ja, wir können ruhig mitnehmen in die neue Saison. Ganz klar, Kopfball ist er gut, bei nur 1,77 Größe. Ah, das soll mir mal einer erklären. Kopfball bei 1,77 Meter, der hat Lahmgröße, ne? Also Philipp Lahm ist auch so groß und der ist ja echt nicht torgefährlich. Kopfballtorgefährlich. Kopfballgefährlich. Kopfballstark gefährlich. Gut, meine Lieben. Spielergespräche, ich würde sagen, du hast dich in der Saison sehr verbessert und ich will mit ihm verlängern. Oh ja, müssen wir merken, ne? Er gewinnt 3 Moralpunkte. Ich würde ihn jetzt noch nicht, wir holen ihn noch nicht. Wir geben ihm noch die Möglichkeit, in die aktuelle Saison nochmal einzugreifen bei uns vorne im Sturm. Wir gucken aber mal, langsam müssen wir uns ja um unseren Kader Gedanken machen fürs nächste Jahr. Und da sind ja wirklich ein paar Kandidaten hier, die schwierig haben. Patrick Milchraum. Was fällt mir zu Patrick Milchraum ein? Eigentlich ist er nicht so, wie soll man sagen, nicht so extrem negativ aufgefallen. Also, die Frage ist, er ist 27, meine Lieben. Stärke von 64, 2,5 Sterne. Da ist dann auch Schicht, ne? Also da ist dann auch wirklich vorbei. Wenn ich mit ihm jetzt nochmal verlängern wollte, aktueller Gehalt sind 175.000 Euro. Ich kann ja mal Aktionen. Ich kann ja mal Vertrag. Vertrag verlängern machen. Ich kann eine Option ziehen. Ziehe ich bei Milchraum die Option? Ja, mache ich. Doch. Machen wir. Okay, das ist ja gut. Dann muss ich mit ihm nicht über Gehalt philosophieren. Das ist gut. Marc Hornschuh geht leider. Aber vielleicht können wir ihn ja abklopfen. Er hat 1,5 Millionen Marktwert. Schweineteuer, der Kerl, ne? Schade, dass der geht, ne? Das ist ein Megatalent gewesen. Mann. Anton Fink ist auch fertig. Also mit ihm würde ich ja ganz gerne auch nochmal verlängern, aber der ist jetzt 24. Also der nächste Vertrag, der wird sich in sich haben. Der will locker 200.000 haben. Geben wir ihm die. Wir können ja in der neuen Saison, wir können ja mal gucken, dass wir den guten Steffen Haas, weil auf der Position, oder den Staffelt wohl eher noch, auf der Position brauchen wir für die nächste Saison einen richtig guten. Dann gucken wir mal, Vertrag, Spieler anbieten, gucken wir mal. Wir, Ablösesumme, Marktwert 90.000 bloß, ja, dann machen wir mal 100.000 draus. Und Spieleragenten beauftragen. Vielleicht haben wir ja Glück und können Timo Staffel verkaufen, weil zwei auf der Position können wir eh nicht halten. Einer muss verkauft werden, dann holen wir uns einen starken, soliden Kerl ran, mindestens an die 70 muss der auf jeden Fall schon haben und eine Menge Erfahrung idealerweise. Und dann können wir Haas halten und dann suchen wir uns noch einen Jungen, den wir aufbauen können auf der Position. Okay, Anton Fink, verlängern ist sinnvoll. Henning Bortel. 47, da wohl eher nicht. Da lasse ich den Vertrag, denke ich, auslaufen. Das war's für ihn dann wohl an der Stelle. Das hat keinen Wert. Das hat keinen Wert, damit ihn nochmal zu verlängern. 19, Stärke von 47. Wo soll er die Einsätze herkriegen? Wir gucken gleich mal in die zweite Mannschaft, ob er es da kriegen könnte. Moses Lamidi, auch so ein Fall. 185.000 Wert. Clement Lavrich verlängere ich auch nicht. Nein. Gerade die Stürmer haben uns so ein bisschen, die waren etwas schwach in der Saison insgesamt. Und da würde ich ganz gerne komplett umbauen, so einen Rundumschlag machen. Christea, wen nehmen wir denn eher mit, ne, in die neue Saison? Der Christea will, der kriegt 400.000 Gehalt, den müssen wir noch behalten. Können wir aber mal gucken, ob wir ihn verkauft kriegen, weil das ist eine ganze Menge Kohle, wo der verbraucht. Vertrag, Spieler anbieten. Ankara. Nach dem tödlichen Luftangriff der türkischen Armee. Marktwert 190.000. Oh, da kriegen wir auch nicht viel für den. Na gut. Wir machen es in der neuen Saison. Dann haben wir das Geld nochmal zur Verfügung in Transfers in der neuen Saison. Ne? Dennis Kempe, Innenverteidiger. 25 Jahre alt, eine 54. Der rutscht auch in die zweite Mannschaft oder kriegt auch keine Verlängerung mehr von mir. Nee, da bauen wir lieber in der zweiten dann eine junge Mannschaft auf mit jungen Talenten. So, und dann gucken wir mal, wer ist denn da in der zweiten Mannschaft Torwart? Ja, da ist Orlishausen und da ist noch Moritz. Aber Moritz ist 24, hat schon eine 50. Ist ja krass.
Spielerinfo. Lassen wir Moritz mal ein bisschen aufstellen. Details muss aufgestellt werden. Dann kann Ollishausen sich mal so ein bisschen ausruhen. Alles klar, Moritz steht drin. Und da ist er, Luis, alter Klappschuh, der haut ja ab, die haben ja verkauft. Okay, da werden wir gucken, da werden wir mit Zoller dann mal ein bisschen planen und gucken, ob wir ihn reinkriegen. Ich würde bald mal sagen, Details, muss aufgestellt werden, ist auch hier, passt auch alles, bevorzugte Position. Natürlich Stürmer. Dann machen wir mal Angriff draus, alles klar. Ja, bei seiner Größe... Aber er ist lauffreudig, das ist schon mal gut. Nur schnell ist er nicht so wirklich, da könnte er noch ein bisschen aufbauen. Schnelligkeit und Antritt. Und wenn er da so richtig schön flink wird, dann wäre er auch ein Kandidat für rechts bzw. links. Aber das hat er noch gar nicht trainiert, noch 0,0. Da müsste man erst noch ein bisschen aufbauen in die Richtung. Flanken ist auch wirklich unterentwickelt, ohne Ende. Krass, okay, ja, das wird wahrscheinlich zu lang dauern, da hat er zu viel nachzuholen und da wirklich viel Gefahr auszustrahlen auf der Position. Okay, meine Lieben, das dauert jetzt alles wieder ein bisschen, weil ich jetzt nicht zu schnell nach vorne schreiten möchte. Das tut mir leid, aber das gehört dazu. Hier sind wir auch noch ein paar. Guck mal hier, der Dennis Seifert. Eieieiei. Dennis Seifert. Dann haben wir noch kein Bild, müssen wir uns noch besorgen, aber der geht ja in die richtige Richtung. 1,96. Also wenn der nicht kopfballstark ist, dann weiß ich auch nicht. Nur eine 59, aber der wird so wahrscheinlich 1,96, das ist ja so ein Carsten Janker oder so ein Ibrahimovic, ne? Er ist auch bald 2 Meter, der Ibrahimovic. Habt ihr mal in FIFA 12 sieht man das immer so schön, wenn man gegen Inter Mailand spielt. Nee, AC Mailand, wo rennt denn der rum? Bei AC, glaube ich. Ja, bei AC Mailand. Da sieht der aus.